Der Camper Tobi meldet sich wieder von der ABF 2020 in Hannover und ich bin bei Adria bzw. bei Autohaus Machel. Ich filme das mal. Hier Adria Sun Living. Wir haben das Machel Mobil und auch Händler für Automobile von Renault, Dacia und Bosch Station. Und das passt ganz gut hier. Ein wunderschöner Stand. Schön großzügig gemacht. Und ich habe zwei Zuschauerwünsche von der CMT offen und die möchte ich gerne noch erfüllen. Und das passt doch ganz gut. Ich bin ja sehr Adria-affin, mag die Marke wirklich gern, weil sie immer sehr innovativ sind und auch mit der zeitlosen Eleganz punkten. Und das ist zum einen hier das Modell der Kompakt Plus DL. Ich filme euch wie immer auch mal ganz kurz über die Auszeichnung. Dann könnt ihr euch selber mal die Konfiguration anschauen. Das Fahrzeug hat 7 Meter Länge. In der fahrbereiten Masse sollten wir hier liegen. So um die 3 Tonnen. Ja, also da ist noch ordentlich Zuladung. Wenn ihr ein bisschen Zubehör drin habt oder drauf habt, oder das kommt ja immer auf die Ausstattung an. Große Heckgarage sehen wir hier. Also hier steht er mit 2865 fahrbereite Masse. Da runde ich lieber immer ein bisschen auf und sage dann gleich mal so die realistische Zahl von 3 Tonnen. Also mit 3 bis 4 Leuten kein Problem, mit 3,5 Tonnen in den Urlaub zu fahren. 2020 hat man wieder ordentlich Gas gegeben, sprich also das Ganze noch ein bisschen aufgemöbelt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich alles sehr hell und freundlich. Jetzt auch hier sogar mit USB in der Heckgarage, finde ich sehr schön. Dann auch nochmal eine Schublade, die man von innen und von außen benutzen kann. Und zwei große Garagentüren. Schöne Beleuchtung, das ist jetzt mal richtig hell in der Heckgarage, ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt. Und die Türen, ist auch schön beschriftet hier, mit 1,10 Meter Höhe. Und 80 cm Breite, da gehen also eure Fahrräder problemlos rein. 150 Kilo ist die Belastbarkeit. Also, Kompakt DL Plus. Gestern kam eine Zuschauerreaktion rein, film doch öfter mal in die Toiletten, beziehungsweise in die Boxen. Und hier seht ihr, dass das relativ dicht verbaut ist. Manche Hersteller haben das so offen, wenn da mal ein Unglück passiert, dass es dann ins Fahrzeuginnere oder in den Boden reinläuft. Also so sollte es eigentlich aussehen. Ich versuche das auch immer wieder zu beherzigen, wenn hier Wünsche kommen. Und bevor ich jetzt hier innen nochmal Besuch bekomme, gehen wir miteinander mal rein. Face to face, ganz in 2020. Also hier sehr hell mit dem Panoramafenster, das wirklich sehr, sehr großzügig angelegt ist. Ist auch fein, man kann die Beine ausstrecken, man hat einen Klapptisch in der Mitte. Natürlich Fahrer- und Beifahrersitz zum Umdrehen. Ich gehe wieder mal auf meinen Weitwinkel und da habt ihr das Gimbal drin. Ich kann es jetzt wirklich noch nicht ändern, kommt bald. Für alle, die sich darüber mokieren, es nützt nichts, aber dann habt ihr einen anderen Eindruck, trotz kleinem schwarzen Ding rechts. Aber immer noch besser, als wenn ich meine Rübe hier ständig ins Bild halte. Also von dem her denke ich, das ist die bessere Alternative. Ich sitze wie immer im Beifahrersitz und gehe mal nach hinten. Das ist unfassbar großzügig, das Raumgefühl, weil ich ja hier einfach eine durchgehende Linie habe. Und das ist richtig schön zum Sitzen. Kann natürlich dann hier auch die Sitze hinten verwenden. Bau da mit wenigen Handgriffen um. Hier seht ihr die Kopfstütze für den dritten Fahrgast. Und dann auf der linken Seite kann man natürlich umbauen, dass auch der vierte bequem Platz hat. Wir haben eine Garderobe hier. Und dann haben wir eine sehr großzügige Küche. Also ich filme auch gerne mal auf dem Boden, nicht nur auf Hallenböden oder Decken von Messen, sondern auch hier auf den Boden, damit ihr seht, dass es sehr, sehr großzügig ist, dass ich mich bewegen kann. Und wenn jetzt einer ins Bad muss und der andere gerade kocht, dann hat man auch Platz, aneinander vorbeizukommen. Und die Küche, das ist der typische Adria-Look, positiv gemeint. Ich finde das wirklich schön. Das ist alles sehr pflegeleicht. Ich kann auch die Spüle schön nutzen für die Reinigung des Herdes. Ja, machen wir hier mal auf. Mal rein. Also wenn ich sauber mache, spüle ich hier meine Fettrückstände einfach in die Spüle. Ich muss da nichts rüberheben oder sonstiges zum sauber machen. Und dann gehen wir in Richtung Kompressorkühlschrank in dem Fall. Richtig schön in der richtigen Höhe, so sollte er sein. Tja, Trend auch in den Reisemobilen jetzt immer mehr zum Kompressorkühlschrank. Und das Bad besticht hier mit diesem schönen Raumbad. Da gehe ich jetzt allerdings mal aus dem Weitwinkel raus und zeige euch die Klappdusche. Das ist wirklich sensationell. Das ist einer der ersten, der die Klappdusche wirklich in Serie gebracht hat bei Adria. Und habe da keinen Duschvorhang, mache einfach rüber und habe dann ordentlich Platz. Stehhöhe habe ich ganz genau 2 Meter hier. Ich messe gerade jetzt nicht im Bad, da ist es ein bisschen weniger, aber da wo ich stehe, habe ich die vollen 2 Meter.
Hier noch eine schöne Trennwand. Dann nochmal einen schönen Push. Auch Automatik hier. Ihr seht, geht automatisch auf und geht leise auf. Mit kleinem Gasfederlift. Und Einzelbettvariante. So, und da filmen wir natürlich auch nochmal hinter. Könnt ihr dann in der Mitte wieder verlängern mit dem Zusatzpolster. Logisch, muss ich mal sagen. Jetzt bringen wir das Gimbal wieder mal ins Bild. Und dann versuche ich nochmal was anderes. So, jetzt lasse ich das mal nach unten verschwinden. So funktioniert es auch. Dann ist es verschwunden. Und das ist mal wirklich hübsch. Großes Fenster. Könnt ihr ein bisschen die Sterne beobachten. Also das ist ein sehr, sehr hübscher Wagen. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Das haben wir noch nicht hier Richtung Cockpit. Und das ist, wie gesagt, der kompakt in einer kurzen Übersicht. Dann haben wir nochmal ein großes Fenster drüber. Da ist die Steuereinheit, die Zentrale. Der Frischwassertank blinkt, weil logischerweise keins drin ist auf der Messe. Warum denn auch? Es ist ein Neufahrzeug. Also richtig schön gemacht. Eine Thule-Markise auch in Weiß dran, dass das Ganze wirklich schön wirkt. Und dann nehmen wir noch einmal die Totale hier vom Kompakt auf, sofern die Möglichkeit besteht. Jawohl. Und dann gehen wir noch in den Coral XL. Da mache ich jetzt einen kurzen Break. Und dann schauen wir uns den natürlich auch noch an. Also fahrt mal vorbei bei Autohaus Machel. Die Adresse findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann lasst ihr vielleicht noch ein Like da. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in diesem Adria Alkofen. Bis gleich.